Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir beide sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und heute werden wir in dem Video euch alles über das Thema erstes Baden erzählen. Vielleicht seht ihr vor uns hier schon einige Materialien. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber erstmal hier ein paar Infos. Genau. Und das erste Bad ist ja wirklich immer so ein Highlight in den Familien. Genau, ihr habt das Video aber vielleicht angeklickt, ne, weil ihr vielleicht unsicher seid, weil ihr keine Hebamme zu Hause habt. Und euch vielleicht jetzt als erstes fragt, wann darf ich denn mein Kind eigentlich nach der Geburt zum allerersten Mal baden? Und das verraten wir euch gerne. Wenn der Nabelschnurrest komplikationslos abheilt, dann dürft ihr euer Kind zu jedem Zeitpunkt nach der Geburt baden. Wenn ihr jetzt aber vielleicht keine Hebamme habt und euch vielleicht unsicher seid, heilt das alles wirklich komplikationslos oder das sieht mir vielleicht komisch aus, gibt es da vielleicht doch Probleme, dann raten wir euch an dieser Stelle, wartet mit dem ersten Bad wirklich ab, bis der Nabelschnurrest abgefallen ist und der Nabelgrund eures Kindes komplett verschlossen abgeheilt ist. Das empfehlen wir tatsächlich pauschal über alle unsere anderen Plattformen auch, weil es wäre natürlich schlecht, wenn es eh schon Probleme bei der Nabelheilung gibt, ihr euer Kind dann badet, vielleicht irgendwelche Keime dann dadurch reinkommen und es dann zu Problemen kommen könnte. Deswegen, dann wartet lieber 1, 2 oder mehrere Tage länger. Das Gute ist ja, die Kinder schwitzen ja nach Geburt nicht. Die fangen auch nicht an zu riechen. Ganz im Gegenteil, die haben einen wundervollen Babygeruch. Den könnt ihr so noch ein paar Tage länger auch vielleicht konservieren, wenn der ist ja so ganz stark wirklich nach Geburt. Und deswegen, dann wartet lieber vorsichtshalber einmal ab. Wie gesagt, habt ihr eine Hebamme oder seid ihr euch ganz sicher, dass das alles so läuft, wie es laufen soll bei der Nabelheilung, dann könnt ihr zu jedem Zeitpunkt nach Geburt aber schon baden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, wann und wie oft gebadet wird. Aktuelle Empfehlungen sind, dass 1 bis 2 Mal die Woche ungefähr 10 bis 15 Minuten gebadet werden sollte. Wichtig ist darauf zu achten, dass wenn ihr das erste Babybad durchführen möchtet, dass ihr euch gut vorbereitet. Legt euch alle Materialien bereit, die ihr für das erste Babybad verwenden möchtet. Sucht euch am besten auch in eurem Haus eine Wohnung, einen Raum aus, den ihr vielleicht ein bisschen vorwärmen oder hochheizen könnt, damit das für euer Neugeborenes etwas angenehmer ist. Schließt alle Türen und Fenster, damit keine Zugluft auch dazu kommt, sondern es in dem Raum wirklich schön warm bleibt. Und wenn ihr eure Sachen nämlich gut gerichtet habt, ist euer Kind auch nicht immer unbeaufsichtigt. Oder wenn ihr vielleicht zu zweit seid, dann richtet vielleicht der Partner, Partnerin oder ihr eben alle Sachen hin und der andere Part kümmert sich kurz um euer Babybad, dann habt ihr erstens mehr Ruhe, damit ihr vielleicht auch wirklich diese Zeremonie, wie es ja wirklich ja sein kann, schön vorbereiten und durchführen könnt und dann seid ihr bestens präpariert. Genau, und wichtig ist auch, zur Vorbereitung gehört immer, wer macht die Fotos vom ersten Babybad? Genau. Wir haben sie alle in unserem Fotoalbum, also klärt das unbedingt auch schon vorab. Vielleicht fragt ihr euch auch noch, Thema Badezusätze, das ist so ein Thema, was viele Eltern wirklich beschäftigt. Da ist man auch, wenn man im Drogeriemarkt ist, steht man gefühlt vor einer Palette an Badezusätzen und kann sich vielleicht gar nicht so richtig entscheiden, was wähle ich denn da jetzt nun wirklich für mein Neugeborenes aus? Und hier kommt die gute Nachricht, wenn ihr dieses Video jetzt vielleicht zum Sonntag schaut, wo heute das erste Bad vielleicht anstehen soll und ihr habt nichts zu Hause. Ihr braucht für das erste Babybad auch gar keine Badezusätze. Es reicht klares Wasser vollkommen aus. Wir haben einen kleinen Hebammen-Tipp für euch. Wenn euer Kind vielleicht so ein bisschen trockene Haut hat, was die alle so ein bisschen nach der Geburt bekommen können, dass die so ein bisschen schuppig wird, trocken wird, dann könnt ihr, wenn ihr stillt, einfach ein bisschen Muttermilch dem Badewasser hinzugeben. Und da braucht ihr auch gar keine genaue Menge abmessen oder irgendwas, sondern einfach wie viel Muttermilch da ist, entweder direkt aus der Brust reingeben oder vielleicht in ein kleines Schälchen vorher. Ihr könnt auch Reste von Muttermilch, wenn ihr die vielleicht schon habt, weil ihr die vielleicht einmal schon erwärmt habt und die deswegen nicht mehr verfüttert werden darf, die dürftet ihr noch fürs Badewasser verwenden. Oder auch, wenn ihr Muttermilch im Kühlschrank gelagert vielleicht vergessen habt, kommt in den ersten Tagen meistens nicht so häufig vor, aber irgendwann später, dann könnt ihr diese Reste, die eigentlich zum Verfüttern schon zu alt sind, weil sie dadurch, also da abgelaufen sind, fürs Baden könnt ihr sie noch verwenden. Riecht auch immer einmal vorher dran. Ist sie so ein bisschen vielleicht ranzig oder schon flockig? Dann würden wir euch empfehlen, die zu verwerfen und auch nicht mehr fürs Badewasser zu verwenden. Aber wie gesagt, wenn die sonst gefroren kommt, noch gut riecht, dann ist sie fürs Badewasser noch optimal geeignet. Jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, wann ist denn jetzt der, oder ihr habt euch gefreut, wann das große Schaumbad ansteht. Wolltest du noch was sagen? Ich muss noch was sagen. Oh, das Öl. Ah, das Öl.
Das Öl. Entschuldigung, ich war zu früh. Macht nichts. Ihr könnt noch als kleiner Tipp, wenn ihr nicht stillt oder wenn ihr die Haut wirklich extrem trocken ist, dann reicht Muttermilch alleine manchmal nicht aus. Ihr könnt so einen kleinen Schuss Öl hinzufügen. Da eignet sich am besten neutrales Öl, zum Beispiel Mandelöl. Wichtig ist, das Öl braucht immer einen Emulgator, sonst schwimmt euch das nur auf der Oberfläche des Badewassers und das ist nicht optimal. Ihr könnt entweder Muttermilch direkt zusetzen, wenn ihr stillt. Wenn ihr nicht stillt, könnt ihr auch einen ganz kleinen Tropfen normale Milch hinzugeben, eben, dass sich das einfach nur verbindet, da aber wirklich nicht viel verwenden. Genau, und jetzt kommst du. Entschuldigung, ich wollte dir auch eben nicht ins Wort fallen. Das macht wirklich gar nichts. Aber viele fragen sich oder haben sich auf das erste Schaumbad wirklich gefreut und dachten, oh, jetzt machen wir hier wirklich eine große Badeparty. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist und ihr eben Badezusätze verwenden könnt, ist immer ganz individuell. Wir sagen, wenn die Kinder mobiler werden, wenn sie anfangen zu krabbeln, vielleicht wirklich auf dem Spielplatz schon spielen und so kleine Dreckspatzen werden, dann natürlich könnt ihr anfangen, Badezusätze zu verwenden. Wichtig aber hier, achtet immer darauf, welche ihr verwendet, dass eben keine Parfüme, Alkohole, Zusatzstoffe oder ähnliches enthalten sind, sondern dass ihr wirklich auf Präparate zurückgreift, beziehungsweise auf einen Duschschaum oder ein Duschöl, Gel, was auch immer. Es gibt ja in den Größen und verschiedensten Arten und Formen, dass diese eben konform für die Kinderhaut ist. Ja. Genau. Und jetzt zeigen wir euch mal, was man so alles benötigt. Wir haben einiges mitgebracht. Genau. Zuerst natürlich. Witzig ist, Leopold bekommt heute tatsächlich auch sein allererstes Bad. Ja, er wurde noch nie gebadet. Also das ist auch für ihn Premiere. Nach 3-4 Jahren, mein Kind. Bist du bestimmt du auch riechst ganz auch inzwischen schon etwas. Unter der Achsel. Wir haben natürlich eine Badewanne für euch dabei. Wichtig ist ganz kurz, ihr braucht nicht unbedingt, weil das ist auch mal eine wichtige Frage, finde ich. Brauche ich unbedingt eine Babybadewanne? Es reicht jedes andere Badegefäß auch. Wichtig ist, ihr könnt einen Wäschekorb nehmen, wenn der keine Löcher hat natürlich. Ihr könnt auch einen Eimer nehmen, einen frischen dann natürlich. Der sollte nicht sonst zum Putzen verwendet werden. Es gibt auch richtige Badeeimer. Ja, richtig. Oder wenn ihr eine tiefe Spüle habt oder auch in eurem Badezimmer ein tiefes Waschbecken, könnt ihr am Anfang, solange euer Kind natürlich da reinpasst, auch diese Variante nehmen und müsst euch da nicht extra solche Badewannen oder ähnliches zulegen. Genau. Trotzdem zur Demonstration haben wir heute eine Badewanne für euch dabei, dass wir euch gleich noch ein bisschen mehr zeigen können. Ein Thermometer, ein Badethermometer, braucht ihr aber auch nicht unbedingt. Nur wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann solltet ihr auch ein Badethermometer mit dabei haben. Wir haben ein Babyhandtuch, wir haben verschiedene Waschlappen. Ihr braucht dafür für ein Babybad auf jeden Fall 2. Wir haben jetzt hier ein paar mehr, aber 2 solltet ihr euch auf jeden Fall parat legen. Und ein Spucktuch haben wir noch dabei. Und warum wir ein Spucktuch dabei haben, das erfahrt ihr gleich. So, wir haben jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Leopold ist auch schon nackig. Genau. Vorbereitung, wie gesagt, ist alles das A und O beim ersten Babybad. Wir haben uns aber noch nicht geeinigt, wer von uns beiden die Bilder von ihm macht. Ja, du oder ich? Du heute, hinter der Kamera. Genau. Also, passt mal auf. Wir haben jetzt hier schon die Wanne gefüllt. Da ist wichtig, wenn ihr diese füllt und die vielleicht im Moment irgendwo anders hintragen müsst, weil das nicht geht in der Badewanne, weil die vielleicht zu tief bei euch ist oder weil ihr eben schön drumherum stehen wollt um den Tisch, wie wir das jetzt hier gerade machen. Frauen nach der Geburt in den ersten 6 bis 8 Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger sogar, sollten dieses Badegefäß, das kriegt dann einiges an Gewicht, weil ihr müsst das wirklich so manche 3/4 füllen. Hier bei diesem Badewanne ist sogar so eingezeichnet, wie voll ihr die machen müsst. Die kriegen ganz schön Gewicht und das ist für den Beckenboden nach der Geburt deswegen nicht empfohlen, dass ihr diese Badewanne schon tragt. Auch nicht schnell, ich schütte die jetzt mal aus, sind ja nur vielleicht 10 Meter, wo ich die trage. Macht es bitte, bitte nicht, euer Beckenboden dankt es euch. Genau. Dann haben wir, wie gesagt, hier das Wasser reingefüllt. Die richtige Badetemperatur betrifft ungefähr 36 bis 37 Grad. Wie gesagt, ihr könnt entweder mit eurem Handgelenk, genau, oder eurem Ellenbogen das Wasser einmal überprüfen, ob es die richtige Badetemperatur hat. Oder, wie am Anfang schon erwähnt, könnt ihr hier auch ein Badethermometer verwenden, einfach ins Wasser reinlegen und dann seht ihr auch natürlich, dass die richtige Badetemperatur erreicht ist. Genau. Und dann haben wir hier noch ganz viel parat gelegt. Was ihr jetzt schon braucht, bevor euer Kind in die Wanne geht, ist ein Waschlappen. Den tränkt ihr einmal gut mit Wasser und legt den dann aber an den Wannenrand. Das ist deswegen wichtig, wenn ihr euer Kind nämlich gleich in die Badewanne transportiert habt,
die entspannen dann ganz häufig sofort und dann urinieren die ins Badewasser und können auch mal Stuhlgang absetzen. Und dann wäre es schlecht, wenn ihr dann erst den Waschlappen tränkt und das Gesicht wascht, weil dann im schlimmsten Fall kommt diese Ausscheidung ins Auge und dann kann natürlich dadurch eine Entzündung entstehen. Und man stellt sich jetzt auch nicht so schön vor, ne? So eine Ausscheidung im Gesicht. Also deswegen ein separater Waschlappen, den kurz tränken, kurz vorher, bevor das Kind reingeht. Ihr redet dann natürlich nicht so viel wie wir zwei. Dann ist der auch schön warm. Wir machen den auch gleich nochmal nass. Aber Leopold ist da Kummer gewohnt. Genau. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir zeigen euch einmal, wie der Badegriff funktioniert. Es gibt nämlich einen speziellen Griff, den ihr anwenden könnt, damit ihr euer Kind sicher auf eurem Unterarm und in eurer Hand platziert habt, um euer Kind sicher ins Badegefäß zu transportieren und auch wieder herauszuheben. Und zwar, ich demonstriere euch das jetzt hier einmal ganz kurz im Trockenen, bevor es dann hier gleich in die Badewanne geht. Wichtig ist, dass ihr nehmt eure Hand, legt die einmal um euer Kind herum und greift das Kind hier auf der gegenüberliegenden Seite am Oberarm. Dadurch liegt das Kind auf eurem Unterarm, also ihr seht das hier so, ne, mit eurem Kopf auf. Dadurch ist der Kopf perfekt durch den Unterarm gestützt. Ihr könnt das Kind hier am Oberarm gut festhalten und dadurch habt ihr einen ganz sicheren Griff, damit das Kind auch nicht ins Wasser fällt oder mit dem Kopf unter Wasser ist und könnt es wirklich perfekt hier gleich im Wasser einmal gut halten. Genau, und die andere Hand, Marie, du hast ihn jetzt schon so sicher. Möchtest du das erste Bad übernehmen? Okay. Na gut. Perfekt. Komm, wir zwei. Genau, die andere Hand geht an den Popo und damit sich Marie voll und ganz aufs Baden konzentrieren kann, erkläre ich hier parallel mal ein bisschen weiter. Ich führe durch, genau, und du erzählst. Genau, und zwar ist jetzt Folgendes wichtig. Ihr müsst Ruhe ausstrahlen im ersten Bad. Eure Kinder wissen nicht, dass ihr das vielleicht zum allerersten Mal macht. Und wenn ihr aufgeregt seid, zackige Bewegungen macht, ja, dann überträgt sich das auf euer Kind und die denken, was ist denn jetzt hier um Gottes Willen los? Also langsame, ruhige, dosierte Bewegungen. Wie gesagt, die wissen nicht, dass ihr das vielleicht zum ersten Mal macht. Und sie wissen auch nicht, was passiert. Also klar sind die Kinder im Wasser groß geworden, aber damit nochmal in Berührung zu kommen, ist für sie auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und deshalb ist es gut, wenn ihr Sicherheit ausstrahlt, weil dann wissen sie zu jeder Zeit, egal wenn sie auch ins Wasser kommen oder nicht, dass alles in Ordnung ist. Genau. Ihr habt jetzt also diesen Griff. Genau. Wir machen nochmal den Lappen kurz nass, den wir menstruieren. Der soll natürlich die Temperatur haben. Genau. Und legen den auch hier rüber. Und dann ist es jetzt wichtig, ganz langsame, dosierte Bewegung. Zuerst die Füßchen eures Kindes ins Badewasser geben, langsam, auch mit ihnen sprechen, oh, das ist jetzt vielleicht nass, ne? Einfach die Kommunikation ist ganz, ganz wichtig beim ersten Bad. Und dann geht ihr langsam, dass der Popo hinterherkommt und die Füßchen langsam Richtung Badegefäß an den Rand gehen, dann haben die so eine ganz kleine Begrenzung und dann senkt ihr langsam wirklich den Arm ab, wo euer Kind wirklich auf dem Unterarm liegt. Und wenn eure Kinder dann im Wasser sind, die Füße eine gute Begrenzung haben, ihr ein gutes, sicheres Gefühl habt, dann nehmt ihr die Hand vom Popo weg und euer Kind ist quasi in der Wanne. Alles gut, Leopold fühlte sich schon sicher. Ich habe es gesehen. Und jetzt haben wir euch gesagt, dass wir noch einen Spucktuch haben. Das ist nämlich ein Hebammen-Trick, den wir so unglaublich gerne nass machen. Genau. Ein bisschen hier baden. Genau, den wir unglaublich gerne empfehlen, weil für die Kinder, gerade wenn die noch ganz klein sind, frisch nach Geburt, sind die Badegefäße riesengroß. Ne? Das ist alles, die haben zwar mit den Füßen Kontakt, aber der Rest fühlt sich vielleicht irgendwie ja, nicht richtig begrenzt. Und dafür nehmt ihr das Spucktuch, macht das einmal so ein bisschen nass und legt das eurem Kind auf. Und dadurch haben die in der Badewanne, in den großen Badegefäßen so ein bisschen eine Begrenzung, die sie spüren. Und das schafft bei vielen Kindern ganz viel Ruhe, ne? Dass die dann auch die Augen so aufmachen, ne? Und das so ganz... Und gleichzeitig speichert das natürlich auch Wärme, denn die Kinder bewegen sich ja auch trotzdem und vor allem im Winter, auch wenn ihr natürlich schaut, dass der Raum gut vorgeheizt ist oder es auch nicht ganz zu kalt ist, kann es trotzdem einfach gut sein, dass sie einfach die Wärme auch immer am Bauch haben. Deshalb könnt ihr auch zwischendurch beim Baden das Tuch immer mal wieder gut befeuchten, nochmal nass machen und erneut auf euer Kind draufgeben. Oder ihr füllt einfach immer mal so ein bisschen Wasser drüber, damit eben eure Kinder auch nicht auskühlen. Jetzt haben wir hier den Waschlappen. Damit beginnt ihr jetzt dann als allererstes. Ihr nehmt diesen Waschlappen und beginnt jetzt einmal das Gesicht zu waschen. Wichtig ist, wenn ihr das Gesicht wascht, beginnt ihr mit den Augen und ihr wischt immer von außen nach innen. Also erst die Augen vorsichtig sauber machen, von außen nach innen wischen. Wichtig auch immer eine neue Stelle genau. Nochmal verwenden, wenn irgendwie eine kleine Entzündung ist oder irgendwas schon in einem Anbahn, dass es nicht auf beide Augen verteilt. Und dann könnt ihr mit dem Waschlappen auch das restliche Gesichtlein
gut einmal abwaschen. Leopold war tatsächlich dreckig. Hast du das gesehen? Ja, da tatsächlich was auf der Stirn. Genau. Wenn ihr das Gesicht abgewaschen habt, könnt ihr auch gerne hier einmal schon hinter die Ohren gehen. Wichtig, die Haare noch nicht nass machen. Das kommt erst zum Schluss, sondern erst das Gesicht und hier um die Ohren. Vor allem hinter den Ohren sammelt sich manchmal ganz schön viel Dreck, Milchreste und Co. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch den Waschlappen ins Wasser geben, weil das Gesicht ist somit ja dann gereinigt. Ich hänge ihn jetzt hier nochmal nebenhin, weil wir haben ja noch einen zweiten. Also entweder könnt ihr dann diesen weiterverwenden oder ihr habt noch einen zweiten, den ihr dann einfach verwenden könnt. Oder Trick 17, wenn ihr euch ganz unsicher seid und das Gefühl habt, oh, ich habe mein Kind, ich bin schon irgendwie auch, das liegt mir da zwar auf Unterarm, aber ich bin froh, dass ich es jetzt habe, wie ich es habe, dann nehmt ihr das Spucktuch einfach. Das ist natürlich auch nochmal ein toller Trick. Dann nehmt ihr einfach das Spucktuch und reibt mit dem die entsprechenden Stellen dann weiter sauber. Das heißt, ihr macht das Kind jetzt weiter von oben nach unten, wie ihr jetzt hier zum Beispiel mit dem Spucktuch, ne? Fangt ihr einfach an, die Ärmchen sauber zu machen. Auch gut die Falten reinigen, vor allem hier unter den Achseln, ne? Also hebt ruhig die Ärmchen mal hoch, macht da drunter schön sauber. Vor allem zu Beginn auch die Halsfalten, ne? Da kommt man nicht ganz so gut hin, aber wenn ihr vielleicht zu zweit seid, kann der eine, der vielleicht das Baby hält, einmal den Kopf ein bisschen anheben und der andere oder diejenige andere kann dann so ein bisschen das Wasser in diese Halsfalte hineinlaufen lassen und dann wascht ihr euer Kind einfach von oben nach unten einmal ab. Genau. Eins am Schluss kommt, Maria hat gerade schon gesagt, die Haare. Direkt vor den Haaren kommt erst der Intimbereich, weil wir sagen immer so von oben nach unten, da ist ja noch was dazwischen, dass wirklich, wenn Stuhlgangreste oder irgendwas sind, die erst dann wirklich ins Wasser wirklich kämen, wenn das Wasser ganz dreckig ist, die Kinder reingemacht haben oder die Kinder euch vielleicht auch unruhig sind und ihr merkt, nee, denen gefällt das hier gerade so gar nicht, dann könnt ihr auch die Dauer verkürzen, dann nehmt ihr das Kind raus, dann war es ein Versuch und beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon besser. Macht dann nicht auf Biegen und Brechen wirklich diese 10 Minuten, sondern kürzt das vielleicht dann in der Stelle auch ein bisschen ab. Ne? Also zu Beginn kann es wirklich auch nur 1, 2 oder 3 Minuten dauern. Ja. Wie gesagt, manche Kinder mögen es ja gerne, manche eben auch nicht. Macht euch da keinen Stress, dann einfach schnell mit dem Lappen einmal drüber und dann ist auch schon gut. Genau. Zu guter Letzt eben, dann kann man hier auch den Waschlappen nochmal verwenden. Einmal über den Kopf, einmal die Haare noch waschen. Und dann liegt auch schon das Handtuch bereit. Zum Thema Haare fällt mir gerade noch was ganz, ganz Shampoo. Wichtiges ein, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass ihr keine Badezusätze braucht für den Beginn. Bei den Haaren sieht das ein bisschen anders aus. Manche Kinder haben wirklich so richtig langes Haar, was auch dazu neigt, vielleicht etwas fettig zu werden. Bei diesen Kindern ist es wirklich so, da könnt ihr ein mildes Babyhaarshampoo schon verwenden, damit ihr die Haare gut pflegen könnt und das da auch rausbekommt, weil das kann auch wirklich anfangen, ein bisschen zu riechen. Und manche Kinder haben auch wirklich einige Tage nach der Geburt die halbe Mama noch in den Haar kleben. Auch diese Reste lassen sich manchmal schwierig entfernen, nur mit klarem Wasser. Mit der ihr so Blutreste auswaschen könnt, da könnt ihr auch wirklich mal so ein mildes Babyshampoo wirklich verwenden, um die Haare gut zu pflegen. Das fällt mir gerade noch ein, das ist sehr auch mal so eine Frage. Tipp, ja. Auf jeden Fall. Genau. Vorbereitung war das A und O, deshalb liegt hier auch schon das Handtuch bereit. Kleiner Tipp hier nochmal von unserer Seite, wenn ihr eine Wärmelampe habt, dann ist es vielleicht sinnvoll, das Tuch am Anfang unter die Wärmelampe zu legen und diese anzuschalten, dann ist es nämlich super schön vorgewärmt, weil wir kennen es alle, wenn man aus der Dusche oder Badewanne steigt, ist es erstmal frostig kalt und das finden die Kinder natürlich auch und wenn dann ein schön vorgewärmtes Handtuch kommt, ist es wunderbar. Wenn ihr diese nicht habt, auch nicht schlimm, dann nehmen wir einfach das Handtuch so. Wichtig ist, der Griff raus geht genau wie rein. Das heißt, eine Hand führt ihr jetzt wieder an den Popo. Und auch hier wieder langsame, dosierte Bewegung. Hebt Leopold jetzt hier einmal raus. Und ich halte, ihr könnt das Handtuch entweder halten, wenn ihr zu zweit seid, oder liegt es eben hin. Ich halte es jetzt hier einmal. Köpfchen geht dann hier oben Richtung. Langsam dosierte Bewegungen, wie auch rein, wieder raus. Ne? Haltet gut das Kind einmal am Popo fest. Und dann geht es. Ja. Zu eurem Partner, Partnerin einmal in den Arm und wir schlagen es ganz schnell schön warm ein. Genau. Genau. Wir haben mal einmal ganz kurz das Babybad zur Seite geräumt, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Denn das A und O beim Baden ist nicht nur das Baden selbst, sondern auch anschließend das Abtrocknen. Das mögen Kinder meistens noch viel weniger, ist aber wirklich wichtig. Und da gibt es ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet. Nämlich erstens, wir zeigen es euch jetzt hier einmal, dass ihr beim Abtrocknen wirklich alle Stellen berührt und eben auch abtrocknet. Und vor allem die verschiedensten Falten.
Achseln, Halsfalte, ne? Auch zwischen den Beinen, hinter den Ohren. Und da gibt es ein, zwei Tipps, die wir euch hier auch noch mal gerne mitgeben wollen. Genau. Anja hat natürlich hier schon einmal abgetrocknet. Hinter den Ohren geht es meistens von vorne auch immer noch mal ganz gut. Wichtig ist wirklich, dass ihr da wirklich einmal das Ohr so ein bisschen anhebt und dann wirklich einmal von vorne nach hinten, von vorne nach hinten, von oben nach unten durchfahrt und auch so ein bisschen in die Ohrmuschel aber auch reingeht und das so vorsichtig abtupft. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Halsfalte und Achseln. Das ist ja immer so ein Problem. Und deshalb könnt ihr euer Baby einmal auf den Bauch drehen. Wenn ihr das Kind genau hier einmal auf den Bauch gedreht, also das jetzt hier mit dem, wir müssen mal deinen Kopf hier so ein bisschen, das ist natürlich mit eurem Kind ein bisschen einfacher als mit unserem Kind hier. Wenn ihr das Kind nämlich auf den Bauch dreht, fangen die Neugeborenen meistens an, automatisch den Kopf etwas zu heben. Und wenn ihr einen richtig guten Tag erwischt habt, auch die Ärmchen, die gehen dann nämlich hier einmal so nach vorne. Und in dieser Zeit könnt ihr perfekt einmal die Halsfalte, aber auch die Achseln einmal abtrocknen. Und dann auch schon den Rücken, euer Kind dann wieder zurückdrehen. So ein liebes Kind. Genau. Und dann wichtig, von oben nach unten noch wieder alles schön abtrocknen. Ihr nutzt auch wirklich dieses Abtrocknen, um einmal wirklich alle Falten zu inspizieren. Das sollte man sowieso einmal täglich machen, vor allen Dingen im Sommer, weil man manchmal dann schon kleine Hautirritationen, Rötungen oder auch offene Stellen sofort erkennt. Deswegen nutzt das auch nicht nur husch husch durch, sondern guckt euch einmal alles genau an, um das alles frühzeitig zu erkennen. So, wie gesagt, auch die Leisten da wirklich einmal alles auf. Fächern ein bisschen und da einmal durchgehen. Jetzt ist ja immer so ein Punkt, was man immer noch hört und liest, ich föhne mein Kind trocken. Das geht ja irgendwie schneller, da komme ich auch irgendwie ran. Ist auch warm, vielleicht ja angenehm für die Kinder. Und wir sagen euch, tut dies niemals. Niemals. Denn die Gefahr für Verbrennungen und Überhitzungen ist hier einfach gegeben, auch wenn ihr die kälteste Stufe anstellt. Ja. Ihr fühlt nicht auf der Haut, wie warm ist es für euer Neugeborenes wirklich. Und natürlich auch das Pipi machen spielt eine Rolle. Ja. Ne? Vor allem bei den Jungs, wenn die dann doch sich entscheiden, auch nach dem Baden einmal vielleicht Pipi zu machen, kann es natürlich sein, dass Flüssigkeiten sonst in den Föhn gelangen und das sollte natürlich auf keinen Fall passieren. Wichtig ist auch, man hat herausgefunden, fürs Hautmikrobiom ist das wirklich das Schlechteste, was man tun kann, so geballt Hitze auf den Körper zu bringen, auf die Haut zu bringen. Deswegen auf jeden Fall, egal auch wenn eure Schwiegermutter etwas anderes sagt, nein, denkt an uns nicht. Wenn euer Kind jetzt trocken ist, ist es ganz, ganz wichtig, nehmt das einmal von dem nassen Handtuch runter, bevor ihr weitermacht mit zum Beispiel im Anschluss einer kleinen Babymassage, das machen viele ganz gerne, ne? Oder einfach nochmal kurz ein bisschen spielen auf dem Wickeltisch. Deswegen, das ist unangenehm auf dem nassen Handtuch, deswegen das immer weg. Wir empfehlen euch immer, jetzt liegst du hier so plank. Na ja. Komm, wir legen das hier nochmal. Also so ein bisschen über dich drüber. Genau. Das ist jetzt ein neues Handtuch, ja. Abracadabra. Genau. Wenn Badetag ist und ihr habt ein Kind, was vielleicht nicht spuckt, ne, wo das, die Kleidung auch, die wird ja nicht dreckig am Anfang, wenn die frisch geboren sind, dann nutzt diesen Badetag, um einmal wirklich alle Schichten der Kleidung zu erneuern. Wichtig ist auch der Schlafsack. Da sollte man auch dran denken, ne, weil der liegt dann sonst vielleicht ewig, ne, dass der vielleicht einmal dann die Woche auch zum Badetag dann eben in die Wäsche kommt und dann eben frisch gemacht wird. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis von unserer Seite. Es kann ja doch beim Baden immer mal vorkommen, auch wenn ihr diesen sicheren Badegriff anwendet, dass das Kind sich doch einmal ruckartig bewegt und dann das Köpfchen unter Wasser kommt. Da erschreckt nicht. Die Neugeborenen haben noch einen angeborenen Reflex, dass sie automatisch, wenn wirklich das Köpfchen unter Wasser kommt, sie die Nase und den Mund verschließen und in dieser Sekunde nicht einatmen. Deshalb, wenn das euch passieren sollte, erstmal nicht verzagen. Wie gesagt, der Reflex ist da und die Neugeborenen verschließen die Atemwege, holt das Kind einfach schnellstmöglich wieder hoch. Meistens ist der Schreck bei den Eltern und dann auch bei den Neugeborenen viel größer. Es kann sein, dass euer Neugeborenes anfängt zu weinen. Wichtig ist dann, brecht das Baden vielleicht ab, nehmt das Kind heraus, bleibt selbst ruhig und versucht einfach euer Neugeborenes zu beruhigen, abzutrocknen und dann probiert ihr es beim nächsten Mal, das Baden einfach nochmal von vorne. Genau. Ja, jetzt haben wir euch ganz schön viele Informationen hier mitgegeben. Wir hoffen, damit gelingt das erste Bad bei euch hervorragend. Wenn ihr
wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns auch einen Daumen nach oben da und schreibt uns doch unbedingt mal in die Kommentare, wie das erste Baden bei eurem Kind geklappt hat, an welchem Lebenstag ihr das vielleicht auch durchgeführt habt. Das interessiert uns sehr. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten YouTube wieder mit dabei seid und sagen bis dahin. Tschüss! Tschüss!